Okay. Na gut, grüß euch Leidl, wir sind heute wieder da beim Dax Factory in der Werkstatt. Hinter mir seht ihr das Projekt Blueprint. Da seht ihr den Dax Factory, der schon mal angefangen hat. Die Gabel, die ich auf Willhaben gekauft habe. Wir weihen euch heute ein. Da seht ihr noch ein Gerät. Das zählt auch zu dem Projekt dazu. Und zwar, ich hab's den Namen schon gehört, Dax. Double Trouble. Double Trouble, wenn wir das nennen. Und zwar baut der Dax Factory auch so was ähnliches wie das Projekt Blueprint. Oder wird sogar ziemlich gleich? Ziemlich gleich, ja. Ziemlich gleich. Ich würde sagen, das ist wieder eine spannende Geschichte. Heute wird die vordere Gabel plus Bremsscheibenaufnahme vielleicht gleich gemacht, auch, gell? Jawohl. So, und zwar, ich fühle mich einmal da in Dax Factory, so ein Gerät an. Alter, Dax, dass du da Cola drin hast. Ja. Dax, was hast du da vor? Ja, das bleibt original vom Lack, dass wir das schöne Pickel erhalten und auch die schöne beige Farbe. Der Code beige für einen Thüringer. Okay, das ist glaube ich auch nämlich selten, da, gell? Das sieht man nicht so oft im Maxi was so. Ja, ich finde das geil, das Muster. Und es gibt zwar ein Pickel, aber ich möchte das gern original haben. Scheinbremsen, starker Motor, auffällig, unauffällig werden. Okay. Oh, ja. Das ist wirklich ein Cola, Dax. Da haben wir glaube ich ein reines. Und jetzt folgt da die Umsetzung noch von dem, was wir letztes Mal besprochen haben. Bremsen. Wir haben uns jetzt für die obere Varianten entschieden. Auf Instagram haben mehr Leute gesagt, unten sichtbar. Im Video dann haben doch fast alle eigentlich gesagt, dass versteckt sein soll. Und deshalb hat der Dax Factory das vorausschauenderweise schon mal versteckt angefangen. Beim letzten Mal. Und jetzt kommt da nur mehr eigentlich eine Verbindung drauf, oder? Mhm. Du hast eigentlich nur den Herr Roman hast da den Gesang gemacht auf der Schwingung, gell? Da eigentlich nur das Plattel da, oder? Das Plattel, Holz, ja. Und da machen wir jetzt noch eine Verstrebung. Was da so runter geht zum zweiten Teil. Zwei Teile miteinander verbunden sind. Okay. Oben und unten aufhängen. Ja. Geil. Also so einfach lernen ist es eigentlich. Er hat nur da ein Plattel gemacht, wo der obere Teil vom Sattel da gleich auf der Schwingung befestigt ist und dann auch gleich mitfahren kann natürlich, ne? Jawohl. Zeig ich einmal gleich, wie das ausschaut jetzt. Okay. Und das wird da so. Das heißt, die muss man eh wieder einmal Gura kaufen. Da seht ihr das. Da hat das nochmal verbunden in oben und in unteren Teil. Der Teil wird da über die Schwingen drüber gelegt. Könnt ihr jetzt gleich live zuschauen. Das wird angeschraubt. Und dann ist das fest. Und dann ist die Bremsen versteckt. Und halt! Epente! Hammer Fettbombe Gras. Hammer Fettbombe Gras, ja. Kann man da nur sagen. Sehr geil. Okay, das heißt, wir hätten es einmal das angeschlossen mit der Bremse. Wenn ich das immer sehe, dann bin ich mir selber überwältigt auf die Konstruktionen, die was im Laufe der Zeit nicht stehen, gell? Das stimmt, ja. Das war dann ein Nachtrag von der letzten Folge eigentlich, gell? Somit können wir die Folge jetzt starten mit der vorderen Gabel. Und da haben wir schon mal einen Dax Factory seinen Rahmen fertig gelegt. Was sagt ihr zu der Farbe? Schreibt es uns wieder ein in die Kommentare. Braucht eine neue Lackierung oder passt das so? Pickel, alles noch schön, der hat eigentlich keinen einzigen Lackschaden, gar nichts, gell? Ja, Dax, was machst du da einmal zuerst, bevor wir anfangen? Wenn ich den Grind weckert und da speiben wir an. Dax probiert schon mal die Scheinbremsen auf, wie das ausschauen kann. Da muss ich mir das dazu pfuschen. Am Bügel um. Da gleich anmachen. Und dann am Bügel viel machen einfach. So geht. Die Aufnahme, die alte, schneiden wir komplett weg. Also das, was da drinnen ist, schneiden wir zum weg. Holen, machen wir blank. Dann kommt ein Blech auf da reingeschoben. Mhm. Das winkeln wir da unten an. Das ist für die erste Schaufel. Und der zweite kommt da ein Bügel 4 angeschweißt. Okay. Und dass sich das Ganze nicht verwindet, machen wir nach hinten eine schöne
große Distanz, was schön aufliegt außen. Da eine schöne Mutter. Da kannst du jetzt nichts mehr tun. Jawohl. Und die Norm verwenden wir dieselbe jetzt eigentlich wie die hintere. Verwenden wir dasselbe. Eventuell tragen wir noch irgendwie was weg. Okay. Jawohl. Das heißt, das ist da ganz schön knapp eigentlich, wenn man es so verwendet. Mit der Norm, mit der Distanz können wir nicht weiter rein, weil sonst der Sattel da straff bei der Felgen. Vielleicht. Und deshalb wird das da weggeschnitten, oder? Vielleicht gehen wir noch 2 mm rein. Mhm. Dann geht sich das auch schön aus. Okay. Na geil. Das heißt, der Plan steht einmal. Der Plan steht. So schaut das also aus. So, Dax, das ist einmal angeschnitten, sagst du, jetzt passt das, da hat das schon mal mehr Platz eigentlich, gell? Mhm. Geht unser Plan auch. Mittig ist es auch circa. So, für was ist das Blech? Da. Aha! Mal durch. Jetzt müssen wir es noch einmal einschneiden und umbiegen. Okay. So, dann, wir werden den Namen jetzt rausschraufen, Dachs, oder? Ja, wir werden es rausschraufen. Das ist jetzt der hintere gewesen. Den werden wir noch modifizieren für die vordere. Dann müssen wir auf der Seite noch was weg dran. Dann können wir das da reinschauen lassen, dass das ausgeht. Und auf der anderen Seite nehmen wir noch ein wenig was weg, dass sich das mit der Bremsscheibe schöner ausgeht. Da können wir noch 2-3 mm rein. Da haben wir jetzt einen Abstand von 7. Da werden wir noch 3 mm wegnehmen. Okay. Okay, die Namen jetzt wieder drin, Dachs. Alles A-Draht. Alles A-Draht. Also, alles drinnen wieder, Scheiben wieder drauf. Es ist Zeit für was, Dachs? Für Bier. Es ist Zeit für was, Dachs? Für die Distanz. Jetzt fällt noch die zweite Hülse, die hast du schon. Zu genau gemessen. Schau hin. Sehr schön. Jawohl, da fällt der nächste Tag. Wir haben den Kotflügel drauf montiert. Und sind jetzt auf einige Probleme gestoßen, oder? Auf der Seite passt es eh. Da ist eh alles beim Alten, oder? Da können wir es ja so lassen. Okay. Und da herrühmen? Herrühmen schneiden wir so. Und
schwarzen das nachher auf die Platten für die Bremsenaufnahme. Bremsenaufnahme auf. Okay. Okay, das ist der Plan. Das geht ja da sonst alles nämlich nicht aus, oder? Original nicht, ne? Okay. Einmal in die Kamera zeigen, für die Leute. So schaut das Ding so aus. Und bei dem Loch wird dann die Bremszange aufgeschafft. Da wird das Ding aufgeschafft, ja? Jawohl. Die alte Zange. Cool. Richtig arge Erfindung ist das schon wieder. So, Taxi, kurzes Interview. Ja, also der heutiger Tag schaut eigentlich gut aus, produktiv. Ankerblech haben wir als erstes ein bisschen verbogen gehabt. Haben wir nachher zweimal biegen müssen, dann ist es leider gerissen. Mhm. Jetzt sind wir beim zweiten. Der zweite schaut jetzt aber gut aus. Halt schon mal. Okay. Und jetzt bauen wir da noch zwei Löcher mal rein, dass wir das mal fixieren können. Das heißt, das Ankerblech wird dann in Zukunft angeschraubt oder auf der Gabel? Angeschraubt und vielleicht noch ein wenig angeschweißt, schauen wir mal, wie sich das verhält. Okay, und der Kotflügel ist auf der Seite, bleibt die Aufnahme, weil da haben wir sie eh da. Und auf der Seite wird der Kotflügel mit dem Ankerblech verbunden. Ja, das werden wir anschneiden und da ein bisschen anpunkten. Okay. Sehr gut, danke für das Interview, Herr Factory. Bitte. Wie wir es von der Schweife gelernt haben, und einen größeren Bohrer. Und gerade entfernen. Gerade entfernen. So, das heißt, da wird jetzt ein Gewinde reingemacht. Ja, dann haben wir jetzt ein. Aha. Alter, das kann ich einmal abschneiden, das hat die ganzen Aufnahmen zusammen. Alter, Tag, jetzt ist das eine richtige Schönheit. Ja. Das ist gut. Ein freier Draht. Mit dem. So, Tag, Zeit für den ersten Test. Drei Bauern mal. Bist du deppert? Will bewegen, nur zu sehen, schau, der gehört noch verstrebt. Ha? Mhm. Aber geil. Können die Leute jedes Blech nehmen, was sie finden? Das sollte schon ein wenig ein stärkeres, besseres Blech sein. Okay, was verwenden wir da? Darf man das verraten? Ja, ist ein Chrom-Molybdän-Blech. Das ist ein wenig stabiler und zacher vor allem. Ist wie ein Flacheisen fast zu stark. Ja, das sind 2 mm, aber es kommt halt schon aufs Material auf. Also Chrom-Molybdän. Brauchst nicht so dick nachher nehmen. Okay. Das ist halt trotzdem schön. Mhm. So, Tax, und jetzt kommt nur mal die Schwassung, oder? Dann ist das. Mhm. Das schaut urgeil aus gerade. Alter, Tax, das wird vom Feinsten, hä? Jetzt haben wir noch ein wenig einen Superkleber hier. Können wir schauen? Mhm. Bist du deppert?
sage ich nichts mehr. Okay Leute, dann würde ich sagen, warst du das jetzt mit den Oben und Bremsscheiben aufnehmen und bremsen von dem Projekt Blueprint Tax. Wir werden das zweite jetzt dann alles nochmal nachbauen, oder? Für das Double Trouble Projekt. Mhm. Und ich nehme mal den Raum an mich, tun wir mal einen Drosten. Aufbereiten. Den Dank in Drosten. Ja, und wenn die zweite Norm da ist, dann könnt ihr alle vorbeischauen im taxfactory.com Shop. Er tut euch die eine, ihr könnt die bestellen bei euch, die Norm. Aufnahme müssen sie selber bauen, Dax, oder? Genau, aber gibt es ja das Video dazu. Genau, gibt das Video dazu, wie ihr euch die Aufnahmen bauen könnt. Und ja, das Ganze ist also erhältlich. Schlagt's zu, wird nicht viel Stück geben, oder? Nein, limitiert, ja. Limitiert. Also schaut's vorbei, taxfactory.com. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Für euch.